Dieses Thema Digitalisierung. Nice. Ja, können wir gleich mal ganz entspannt quatschen. Ja, Digitalisierung in Deutschland, das ist so, als würdest du mit Boot irgendwo hinfahren und ohne Motor. So sieht das in Deutschland aus. Das ist dürftig. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals kommen wird, ein digitales Deutschland, obwohl unsere Politiker ja alles machen. Aber ich finde unsere Politiker auch alle, naja, es ist sehr fraglich, was sie da oben überhaupt fabrizieren. Ich würde es ganz anders machen. Ich würde mehr in diese Infrastruktur investieren, auch wenn ich da weiß, ich muss Schuld machen. Aber es ist leider so, man kommt an ohne Schulden leider nicht drum rum. Man muss leider Schulden machen. Ja, das ist jetzt leider ein trauriges Gesetz. Klar, es ist natürlich doof, wenn man Schulden macht, aber es ist leider wichtig. Man muss halt die Investition muss halt getätigt werden, und auch wenn das jetzt eine Milliarde ist, aber es bringt das Land Deutschland voran und wir brauchen Digitalisierung. Ich sehe das in meinem Beruf sehr, sehr oft und sehe, wie es in Deutschland aussieht, also eine ziemliche Katastrophe, wenn sogar Schulen nur eine 6000 Leitung haben und dann so sagst du so zu den Kollegen, da ist nicht viel drin, und dann hat der Schulleiter natürlich eine super Idee, dann kommt natürlich das Land und sagt, ja, es gibt ja mal ein paar Millionen jetzt, es gibt hier Geld und so, und ich zahle das auch alles. Und dann denkst du dir so, das ist zwar schön, Leute, aber ohne Kabel und nur eine 6000 Leitung ist eures Vorhaben für Schüler mit WLAN-Zugang in der Pause leider nicht möglich. Weil viele Schulen wollen digitaler werden, aber sie werden halt ausgebremst, weil sie einfach keinen Anschluss haben. Es gibt Schulen in Deutschland, die haben kein Internet. Ja, die haben einfach das nicht. Und wenn, haben sie ISDN, und jeder weiß zu Hause, ISDN, da kannst du sagen, Jungs, was schön mit euch. Das kannst du heute auch keinen verkaufen. Klar, Privatschulen sind jetzt ein bisschen besser aufgestellt, viel besser, aber das kostet natürlich Geld. Und ich finde, staatliche Schulen müssten eigentlich viel, viel mehr investiert werden. Und das ist auch Digitalisierung. Schüler brauchen Zugang zu digitalen Medien, brauchen Leute, denen jetzt genau was zeigt. Und das ist halt das auch in YouTube. Es zeigen viele technische Sachen, die echt super sind, aber es gibt einen ganz, ganz, ganz großen Teil, die von Tunblasen keine Ahnung haben, die was von anderen gehört haben und machen das genauso und verkaufen dann das für machen dazu dann Video und labern so ähnlich dasselbe nach, was die anderen gesagt haben, aber überhaupt keine Ahnung von Fachbegriffen. Und das wiederum macht mich eigentlich auch, ja, nicht nur traurig, sondern auch fassungslos. Und deshalb habe ich jetzt gefährlich. Deshalb habe ich auch einen Tech-Kanal gegründet, und dieser Tech-Kanal wird alles, was mit Technik zu tun haben, ein gigantisch großes Folien abdecken, ob das Handys sind, ob das Pipapo, das würde ich nochmal kurz erwähnt haben. Wenn ihr den Kanal sehen wollt, in der Videobeschreibung. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Und genau das ist halt das Internet Deutschland muss besser werden. Wir brauchen schnelles, zuverlässiges Internet. Wir brauchen Internet, das in Echtzeit reagiert. Wir brauchen Internet, das die Firmen unterstützt. Wir leben in einer digitalen Zeit und immer mehr Sachen brauchen. Als Auto, wenn man einen Kollegen, der Tesla, der ist ständig mit dem Internet verbunden. Der zeigt dir ständig irgendwelche Sachen an. Der zeigt dir ständig Sachen an, die du nicht brauchst. Der zeigt dir ständig aktuelle Karten an, zeigt dir Verkehr an, Bipapo, hast dich gesehen. Was er noch nicht kann, ist Kaffee kochen. Das kommt vielleicht als nächstes, ich weiß es nicht. Aber das Auto von dem Tesla ist das, was ein Auto eigentlich ausmacht. Das ist so die Zukunft. Die deutschen Hersteller legen zwar jetzt nach, ich habe zum Beispiel den neuen BMW gesehen, ich frage mich nicht, wie der heißt, und das ist ein rollender Computer, da ist alles mit Hightech, der hat Touchscreen vom Allerfeinsten, und Tesla hat es natürlich vorgemacht, wie das Auto der Zukunft aussehen wird, und das wird auf jeden Fall so kommen. Und es hält nichts ewig, und das ist halt das,
dass wir in Deutschland halt lernen müssen. Wir müssen mit diesen digitalen Krempel umgehen können. Wir müssen Leute haben, die das geschult sind. Wir müssen Leute haben, die das können. Wenn ich zum Beispiel viele Kollegen von mir, die sind, sagen wir mal 20 im Schnitt, oder sagen wir mal allerhöchstens 35, die sind damit, ja, relativ lange aufgewachsen, haben also Ahnung, eigentlich, wieso habe ich die Fackel nicht mitgenommen? Gib mir die Fackel. Haben eigentlich damit Ahnung und müssten sich damit eigentlich auskennen. Aber leider ist der Gegenfall der Fall, weil viele haben ultra teure Handys, ultra toll, und die können damit überhaupt nicht umgehen. Geschweige denn irgendwas machen. Wenn ich zum Beispiel sehe, was manche Kollegen überhaupt nicht haben, überhaupt keine Ahnung haben, dann ist das halt einfach, ja, die sind einfach Ratlosigkeit macht sich bei vielen breit halt, und das kann es einfach nicht sein. Und da verstehe ich die Welt einfach nicht. Ja. Und das ist halt übelst krass. Das sehe ich so viel, so sehe ich so oft, dass Kollegen keine Ahnung von meinem eigenen Smartphone. Wenn es darum geht, ja, was habe ich denn überhaupt für ein Smartphone, ob ich denn überhaupt den Mobilstunden 5G erreichen kann, ich weiß es gar nicht. Oder was kann denn mein Vertrag an Speed und Pipapo? Oder kann ich denn auch Wallet nutzen und kann ich denn auch das nutzen? Wie bekomme ich denn meine Tickets auf mein Handy? Geht denn das? Kann ich denn sowas machen? Und das sind nur ganz, ganz kleine Beispiele. Da kann ich noch viel, viel mehr nennen. Und da fehlt es einfach an der Gesellschaft, dass sie halt sagt, pass mal auf, ja, wir müssen was tun, Leute. So wird das nix. Und das wiederum macht einen echt übelst nachdenklich. Übelst nachdenklich macht mich das. Und ja, da fehlt's einfach bei mir. Ja. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so. Aber wir brauchen echt Leute, die sich mehr damit auskennen. Und die auch der Bevölkerung Zugang zu sowas hat. Zum Beispiel gibt es so mehr Angebote, solche Workshops. Die werden so effektiv, wo die Normalbevölkerung einfach kostenlos hingehen kann, was digital möglich, so wie es in Singapur ist. Da gibt es in Singapur gibt es solche kleine Stores, und da kannst du dich halt informieren, was so technisch so möglich ist. Da gibt es auch von jedem Hersteller gibt es so welche, nennt sich das so welche, ich weiß noch in Englisch, so Mini-Stores, Together-Stores, also Gemeinschaftsstores, wo sich gegenseitig geholfen wird. Der einzige, der solche Workshops anbietet, ist Apple in Deutschland. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der solche Workshops anbietet. Das ist das einzige, was ich kenne, dass Apple das anbietet, aber alle anderen, Samsung Co. und Huawei, bieten sowas nicht an, so wie ich weiß. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil ihre Produkte werden dadurch noch besser bekannt gegeben, weil es tut sich keine Sau damit befassen, ja, die da jetzt keine Ahnung hat, weißt du, was ich meine? Und das ist halt krass. Ja. So, müssen wir mal alt, hier haben wir noch was. Mal gucken, machen wir hier.
So, lassen wir das mal durchgehen. Das, Kies, dies, das, das, das. Das brauchen wir, das nicht, das brauchen wir auch. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Bup, 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 bup. So, wie habe ich das jetzt hier oben gemacht? Ach, da habe ich jetzt so ringsherum. Dann machen wir mal ein Stick. So, dann das jetzt reicht, das weiß ich nicht. Erstmal einmal runter. So, wir haben also das so hier gemacht. So. Das ist halt das, was ich übelst krass finde, dass das halt kein anderer Hersteller macht, außer Apple. Und das ist halt schade, weißt du? Ich finde das halt wirklich schade, dass man halt jetzt nicht die Möglichkeit oder wenig oder keine Möglichkeiten sieht oder keine Ahnung, auch teure Produkte werden entwickelt. Ja, dann lass sie doch einfach da, wo sie sind. Und das finde ich halt schade, ja. Weil die Produkte, die Hersteller auf den Markt bringt, das sind ja keine 0,15 Produkte oder so. Wenn ich zum Beispiel überlege, was technisch möglich ist und was diese Smartphone eigentlich alles können, dann wissen das die wenigsten. Also wenn ich erlebe, mein iPhone, das kann mehr als ein Computer vor 10 Jahren. Und das ist der Wahnsinn. Und wenn ich daran denke, dieses iPhone hat mehr Leistung als die Rechner, die damals in 1970er Jahre hatten, zum Beispiel, das übertrifft die Leistung millionenfache. Und da, das ist schon eine echte Hausnummer. Ja. Und das ist schon richtig krass. Habe ich jetzt hier mit normalen gearbeitet? Okay, jetzt habe ich hier. Hä? Ich mache das jetzt alles hier so. Warte mal. Ja, dann mache ich das hier komplett. Okay, dann habe ich das so komplett gemacht. Okay, klar. So, und das ist halt. Oh. Und das ist halt das, was ich halt richtig krass finde, weißt du? Es sollte halt. Es sollte halt. Ja, es sollte halt mehr genutzt werden. So, jetzt muss ich hier einen freilassen. Das wiederum. Ups. Das wiederum finde ich persönlich halt krass. So, dass sich teure Handys gekauft werden und dann am Ende festgestellt, eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich hab's aber erstmal. So. Das kann ja nicht sein, oder? Weißt du, was ich meine? So. Und das wiederum macht mich dann so als Techniktyp total sprachlos, wo man dann so denkt, du hast das Handy gekauft. Zum Beispiel Kollegen fragen mich so oft, kannst du mal das, kannst du mal dies, kannst du mal das. Ist ja alles super nett von denen, also ist ja alles kein Problem, kann ich ja machen. Aber es gibt auch einfache Dinge, die jeder eigentlich selber könnten sollte, wenn es darum geht. Naja, Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt, passt denn der Netzwerkstecker an mein Netzwerk? Gibt es denn dasselbe Netzwerkkabel? Also erst einmal, diese Frage ist, es gibt nur ein Netzwerkkabel, momentan, wird sich aber bald ändern, aber es ist egal erstmal, aber 90% passt das immer noch. Jetzt zu der anderen Sache, braucht man das? Ja. Kann ich denn auch ein ohne Netzwerkkabel ein Netzwerk erstellen? Nein. Du kannst es über WLAN machen. Aha. Ist WLAN Internet? Nein. Das ist die häufigste gestellte Frage. WLAN ist gleich Internet. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. WLAN ist nicht gleich Internet. Das ist einfach nur ein Mobil, einfach nur eine ja, ein Übertragungswort oder eine mobile Übertragungswort für. Weil man kann auch WLAN nutzen ohne Internet. Das heißt also, da ist kein Internet drauf. Es ist aber vielen gar nicht bewusst. Die meisten sagen, verbinden mit Internet WLAN. Hast du WLAN zu Hause? Ja, habe ich.
Ah, okay, das ist also Internet. So. Und wenn man das dann jemand erklärt, dass WLAN auch ohne Internet geht. Hä, wie geht das ohne Internet? Hä? Verstehe ich nicht. Also, das sind so Sachen, wo ich denke, Leute, Birne anschalten und mal überlegen. Ja. Oder was auch wichtig ist, ist zum Beispiel, ja, es werden auch viele einfache Fragen gestellt, die eigentlich jeder von uns selber beantworten müsste, der einen gesunden Menschenverstand hat. Ja. Und das ist halt Sachen, die du halt erst später mitbekommst. Wenn ich zum Beispiel überlege, alles, was ich weiß, habe ich mir durch Lesen, durch Erfahrung gesammelt. Das ist sehr, sehr viel. Ich weiß auch, wie man Probleme schnell, effektiv lösen kann. Das ist jetzt nicht, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht einfach darum, dass diese Techniken oder auch das Internet in Deutschland einfach mehr, es soll einfach mehr Anerkennung kriegen. Viele wissen gar nicht, was es eigentlich jeden Tag leistet. Du nutzt es jeden Tag, das Internet. Also ich nutze jeden Tag Google, ich nutze jeden Tag das Internet. Ich öffne meinen Browser und dann steht das da, gebe ich ein, zum Beispiel, ich suche jetzt Hotels, so fertig. Dann kommen da 50.000 Einträge, allen möglichen Scheiß und das dauert innerhalb von einer Sekunde oder weniger. So. Aber was da für ein Aufwand dahinter steckt, das ist der Wahnsinn. Oder Online-Spielen. Jeder spielt von euch bestimmt online. Was das für aufwendig ist, der Server muss connected werden. Da werden andere Spieler mit reingeladen. Pipapo. Dann wird eine Lobby beigetreten. Pipapo und so weiter. Es ist halt, dann wird ein Ping-Abgleich gemacht, etc. Dann werden die Spieler nach Ping sortiert, werden besten Ping. Damit das relativ Fairness abläuft und so weiter. Ja. Und das wiederum, ja, ist halt Aufgabe der Server, der Provider, das halt zu gewährleisten. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Es ist sehr komplex und auch manchmal sehr fraglich. Weißt du, was ich meine? Also es ist sehr, sehr komplex. Und das ist halt schon, wo man sagt sich, boah, so kompliziert ist das ja. Und das ist wichtig. Wir brauchen Internet in Deutschland. Müssen die Autos werden digital immer mehr. Die wollen immer mehr haben immer mehr Appetit auf Netzwerk, immer mehr auf Daten. Sie möchten, das Auto muss mit Daten gefüttert werden. Und es gibt ein echt gutes Beispiel dafür, wie die Welt mal aussehen wird. Und zwar, wie heißt das nochmal? Ein gutes Spiel. Müsst ihr euch mal den Trailer angucken. Wie heißt das nochmal? Watch Dogs Legend. Jetzt hab ich's. Das zeigt, was digital, was uns erwarten wird. Und das wird auch so ähnlich kommen. Ob das jetzt genauso, wie das dargestellt ist, dort kommen mit Gruppen Bipapo. Aber genau das zeigt es, was Internet ausmacht. Das zeigt auch, wie eine Vernetzung funktioniert. Und das ist halt das, worauf wir uns hinterher, wo wir uns hinterher bewegen. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, ja, das ist halt Internet. Internet, so sieht die Welt dann mal aus, wenn sie komplett vernetzt ist. Und das ist halt das, was ich sage. Es ist halt wichtig, das auszubauen. Ob das jetzt lukrativ ist für den Hersteller, für den Provider, ist erstmal jetzt stelle ich jetzt immer eine Frage. Aber wir brauchen es unbedingt. Wir können nicht, wenn ich zum Beispiel überlege, war letztens beim Kollegen, der hatte nur eine 1000-Mbit-Leitung, also 1000, also 1 Mbit. Das heißt also 1 MB pro Sekunde kommt da an. Und ein Upload von 0,500 Kilobyte oder sogar, waren sogar etwas weniger, aber so ungefähr. Leute, da ist doch was falsch. Er hat jetzt umgerüstet, er hat mich jetzt gefragt, was er machen kann, weil er hat ein Kind und die ist jetzt 8 Jahre alt, die Tochter von ihm. Er ist ja schon ein bisschen älter, er ist schon 35 und so. Und der hat mich gefragt, was er denn machen kann. Da habe ich gesagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du über ein Mobilfunknetz rein
Und dann sagt er, ja, aber wegen Datenvolumen und so. Ich sage, ja, es gibt eine teure Lösung, dass du ohne Datenvolumen nutzen kannst. Müsstest du ja einen Router kaufen, einen vernünftigen Router. Dann sagt er so, ah, zeigst du mir das mal? Ich sage, ja, das kann ich dir zeigen. Und zwar, jetzt kaum habe ich den gezeigt, ja, hier 5G, pipapo, weil der bei denen ist 5G ausgebaut, aber ich sage mal, das ist dieses Fake 5G, weil das richtige 5G fängt erst beim Gigabyte an. Ja, so, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Und dann habe ich ihm das halt gezeigt. Hier, Telekom bietet das an, zum Beispiel jetzt. Und er hat gesagt: Ja, 84 Euro oder 85 Euro kostet das auf jeden Fall eine Stange Geld. Oder waren das sogar 99? Ne, ich glaube 84. Ja, genau, 84. Und dann sagt er so: Ja, aber dann kann ich dann wirklich unbegrenzt laufen? Ja, kannst du. Und dann so: Okay, dann habe ich aber gesagt: Bevor du das machst, kauf dir erstmal diesen Router. So ein 5G-Router, brauchst du dann, bin ich mit ihm in den Laden gegangen, gezeigt, den und den, kostet natürlich auch 200 Euro oder 250 hat er gekostet, und der dann so, okay, kaufe ich mir, hat er sich gekauft, so, angeschlossen, SIM-Karte rein, so eine Prepaid-SIM-Karte von der Telekom, die hat ja auch 5G, testweise, und dann hat der gesagt, dann hat der so gesagt, ja, okay. Und dann hat er Speedtest gemacht mit dem Router, haben wir eingerichtet, pipapo, aufgestellt, Strom an, SIM-Karte rein, bam, los geht's, PIN angegeben, etc., pipapo. Bisschen was eingestellt mit Ports und so und blablabla, hab ich dir gezeigt, was du beachten musst und so und pipapo. Und dann hat er gesagt, dann kam 130 Mbit an. So, dann haben wir das noch mehrmals gemacht und dann waren es am Ende im Durchschnitt 100 Mbit, hatte der gehabt. Plus, minus, weißt du? So. Weil man macht immer so am Tag so, er hat das dann am Ende einer Woche oder dann jeden Mal die Werte aufgeschrieben mit Uhrzeiten und hat dann ungefähr den Durchschnitt anmittelt, dass man 100 Mbit. So. Der hat fünfmal am Tag Speedtest gemacht zu verschiedenen Zeiten, mittags, abends, nachts, etc. Pipapo. Damit das schön abgespiegelt wird, wie schnell denn die Auslastung der Zelle ist und hat immer 100 Mbit gehabt. Und hat er dann gesurft und so, mal zum Testen so. Sagt er, boah, ist das schnell, ist ja mega schnell. Dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, das ist jetzt deine Entscheidung. Du musst entweder zahlst die Kohle und hast schnelles Internet, es ist nicht billig. Sagt er, aber da brauchen wir ja auch kein Telefon mehr. Also, nee, sag ich, du brauchst kein Telefon mehr, hast du alles drin. Telefonieren kannst du pipapo nur mit Handy. Also, da gemacht, eine Woche später ruft er mich an. Jo, habe jetzt gemacht, hab Vertrag gemacht, zahle jetzt 84 Euro und habe unbegrenztes Datenvolumen jetzt. So, und seitdem läuft der Router dort mit Mobilen und der hat es halt gelöst. Aber es ist auch eine teure Sache, also viele können sich das gar nicht leisten, muss man dazu sagen. Er hat die Möglichkeit und ist jetzt super happy, dass er sich das leisten kann. Ja, und das ist halt top und das ist halt genau, was ich sagen will, ist halt, es ist halt übelst krass und es ist halt, es ist halt einfach schön, ja, und das ist halt, ja, hier ist wieder voll, das ist voll, hier ist voll, nee, also warum der das nicht alles hier reinballert, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, lasse ich erstmal so, muss ich mir updaten und dann mal, ja. Und das ist halt das, was ich halt meine. Deutschland muss digital werden. Ob wir wollen oder nicht. Es ist leider so. Und wir müssen schnell und das beste Beispiel ist China. Ich war da und das ist Wahnsinn. Die haben zwar auch noch ihre Problemchen da und ihre Wehwehchen. Aber im Großen und Ganzen, boah, ich hatte ein Handy da gehabt, ich habe ein neues Handy dort gekauft. Ich hatte im Mobilfunk jetzt 350 Mbit gehabt, ich hatte sogar 500 gehabt manchmal. Und das ist schon Weltklasse. Du musst bedenken, in der Großstadt 500 zu haben, das ist, dann weißt du, was dieses Netz kann. Und wenn dann so eine Zelle nicht nur 1000 sind, sondern zigtausende und die schafft das 500, dann weißt du, wie stark die Zelle ist. Dann ist es nicht mal im Gigabyte-Bereich. Dann bist du schon fast im Terabyte-Bereich, was die an Zellen haben. Die haben wahrscheinlich so gute Zellen und so gutes Glasfaserkabel dort.
dass diese Zellen, denke ich mal, so 10, 20 Gigabyte bringen insgesamt. Und das ist schon richtig Power. Die haben wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Zellen und gigantisch große Zellen, die extrem leistungsstark sind. Die haben auch nicht nur ein Glasfaserkabel aneinander an einem Mast, die haben wahrscheinlich mehrere. Wenn nicht sogar, ich denke mal, so 20, 30, 40 Kabel, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist dann schon Weltklasse. Ja. Und wie gesagt, das ist halt das, was halt wichtig ist. Und das ist halt krass, ja. Und wie gesagt, das ist halt alles, ist halt super wichtig, ja. So.